Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCodes. Ja, ihr denkt vielleicht Clickbait, weil im Titel nämlich steht, die SWIT 2 wurde angekündigt, aber nein, oh mein Gott, es ist kein Clickbait. Und ich kann selbst kaum glauben, aber heute, am Dienstag, den 7. Mai, wurde Saddletrop-mäßig einfach enthüllt, dass die SWIT 2 in diesen Quartal vorgestellt wird. Heißt, bis, ich glaube, März 2025, Hammerzeit. In diesem Zeitraum wird die Nachfolgekonsole vorgestellt. Es gab noch mehr Informationen. Alles dazu schauen wir uns jetzt an. Dementsprechend willkommen. Ja, es wird ein Post gepostet. Den schauen wir uns mal an, beziehungsweise den haben wir auch schon hier. Und Furukawa, Entschuldigung. Ich hab's nicht mit japanischen Namen. Auf jeden Fall den Präsident von Nintendo. Das hat der Original gepostet, also ganz original hat das hier in Japanisch. Dann hat er nochmal eine englische Übersetzung gemacht. Und ich hab's einfach mal auf Deutsch übersetzt. Als ihr nicht das Englische Mastic seid. Kann das sein. So, machen wir es ein bisschen größer, dann könnt ihr es vielleicht auch sehen. Wenn es. Jawohl. Komm. Jetzt haben wir es auch ein bisschen größer. Muss schauen, ob das noch klappt. Jawohl, perfekt. Also hier ist Furukawa, Präsident von Nintendo. Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung zum Nachfolger von Nintendo Switch machen. Es wird über 9 Jahre her sein, seit wir im März 2015 die Existenz von der Nintendo Switch angekündigt haben. Oh mein Gott, ich werde alt. Dies ist so 9 Jahre her. Ich kann mich noch genauer erinnern, wie das damals war. Crazy. Ja, wir werden diesen Juni ein Nintendo Direct zum Thema Nintendo Switch Softwareangebot für die zweite Hälfte des Jahres 2024 abhalten. Ja, bitte beachten Sie, dass der Nachfolger von Nintendo Switch während dieser Präsentation nicht erwähnt wird. Immerhin schon mal Props an, was für ein Translator da ist, dass er Nintendo Switch nicht wie bei manchen Billig-Translatern mit Nintendos Halter übersetzte. Das wäre nämlich, ja, sehr lustig gewesen. Ja, also, basically, was steht da drin, und das ist eigentlich richtig krass, wenn man drüber nachdenkt, die Nintendo Switch 2 wird einfach angekündigt, die existiert. Die existiert, es wird angekündigt, wann sie angekündigt wird. Also quasi die Ankündigung von der Ankündigung, wenn man so will. Das ist crazy. Natürlich hat man da noch relativ viel Zeit, bis es so weit sein wird. Aber ist doch nicht mal so lang. Also sie werden spätestens im März nächsten Jahres selber Zeit wissen. Das ist crazy. Und ebenfalls wissen wir jetzt auch schon, dass im Juni, also einfach zum nächsten Monat, eine Nintendo Direct kommt, wo es nochmal neue Informationen zu Spielen gibt, die für die Nintendo Switch auch sein, was auch sehr wild ist. Damit ist die klassische E3 Direct, wenn man so will, Juni Direct, einfach safe. Und die wird ballern, weil die ballert immer bei Nintendo. Auch wenn es da keine Informationen zur Nachfolgerkonsole gibt, wird das trotzdem eine wilde Direct, weil da eben wilde neue Informationen zu wilden neuen Titeln für Nintendo Switch hoffentlich vorgestellt werden. Und wir können eben, wie gesagt, davon ausgehen, dass die Nachfolgekonsole bis März 25 vorgestellt wird. Oh mein Gott. Ist das crazy. Ist dann einfach dann schon 10 Jahre her, dass das jetzt vorgestellt wurde. Crazy. Es ist, wie schnell die Zeit vergeht. Ist 2017 erschienen, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist dann auch in 7 Jahren auf dem Buckel. Es ist krank. Es ist wirklich, wirklich krank. Aber wie es dem auch sei, das war eigentlich auch alles, über das ihr euch informieren wollt, dass eben dieser Post existiert, dass der gesehen ist, was eben das Stand der Dinge ist. Heißt, wir konnten es in einem Monat auf eine wilde Nintendo Direct freuen. Das passt perfekt rein, wenn ich dann wieder so richtig mit YouTube starten will, dass es dann neue Informationen gibt zu dem, was kommen wird. Das ist perfekt. Und ebenfalls perfekt ist, dass es mit der Switch 2 bald Informationen geben wird. Es ist absehbar, wann dies gesehen wird. Und auch darauf freue ich mich riesig, denn das wird sehr, sehr wild werden. In dem Sinne, sage ich Dankeschön fürs Zusehen und noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abends. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!